Anschließend haben wir die E1912 um die Steilrampen der 1937 elektrifizierten Hauptstrecke Nürnberg-Leipzig mit Schnellzügen ohne Spiegellokomotiven zu erwähnen. Wurde die Baureihe E19 auf der Basis der bewährten Schnellzugverbindung der E18 entwickelt. Erreichte die E18 schon eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometer, war die E19 schon für 225 Stundenkilometer der schnelle Straßenbahn. Allerdings nur bis 180 km/h. Die heute gezeigte Lokomotive E1912 wurde in den 1980er Jahren mit ihrem weinroten Anstrich ihrer ursprünglichen Auslieferung wieder zurückversetzt, nachdem sie bei der Bundesbahn mit einer grün-schwarzen Lackierung fuhren. Dabei wurden auch die Zierelemente mit Hakenkreuz und Reichsadler rekonstruiert, mit denen die Schnellzuglokomotive 1938 als Symbol der nationalsozialistischen Propaganda diente. Ja, ich habe einen Schiff.